In dieser schweren Zeit, mit Angst und Ohnmacht, in dieser Starre, kann ich sagen, betet, betet, liebe Menschen, auch ich bete jeden Tag, dass ich immer die Kraft erhalte. Denn ohne die Kraft, die wir bekommen und die gehalten werden soll, können wir all das Schwere heute nicht ertragen. In dieser Kraftansammlung durch ein Gebet geschieht Großartiges. Es geschieht Reinigung. Es geschieht eine Neutralisierung in uns. Wir erhalten so viel Kraft. Und wenn wir dann darum bitten, dass wir dann auch immer richtig stehen und bewusst im Leben stehen, dann kommt es ganz stark über uns. Ja, wir werden dann geführt. Wir werden entweder Führer oder Helfer. Und so soll es sein. Denn alle Kraft, die wir erhalten durch Gebet, soll auch wieder weitergebracht werden. In wunderbarem, liebevollem, gerechtmäßigen Dasein. Wir Menschen können ein Gebet so formen, dass es ein Dankgebet ist. Dass wir also danken dem Schöpfer, dass wir so wach sind, dass wir noch nicht verloren gegangen sind. Einfach ihm danken dafür. Oder wir können bitten. Wir sollten aber nicht alles mischen. Wir können bitten darum, dass wir immer bewusst stark stehen, dass wir auch dafür etwas tun, dass wir uns wieder mal sammeln, wie hier im Wald, dass wir uns zwischendurch uns auch annehmen, den Menschen, und mal hinstehen und zuhören. Ja. Wichtig ist, dass wir die Gebete nicht vermischen zwischen Bitten und Danken. Sie sollen auseinandergehalten werden, damit diese Kraftansammlung auch jetzt Kraftzentrum findet. Ein Kraftzentrum. Wir können in Gedanken uns vorstellen, in einem Kraftzentrum etwas zu verankern. Ja, wir können auch das Gebet dahin schicken, wo schon bereits das Dunkel brütet oder wo es sich schon fast zerfleischt innerlich. Wir können auch da die guten Gedanken schicken in einem Gebet. Aber in erster Linie denkt an euch. Denkt in erster Linie an euch, dass ihr stabil werdet, stark und kraftvoll. Denn ihr seid, entweder seid ihr starke Führer oder seid dann Helfer, starke Helfer. Wenn der Mensch das weiß, und dann hat er eigentlich nur noch Dank an den Schöpfer, Dank an Gott, dass wir das nun erleben dürfen, diese Klarheit, in der wir heute stehen. Ich will jetzt nicht sagen, wie alle, dass es eine Chance ist. Das ist ein Blödsinn. Der Mensch hat immer den Weg, entweder es geht aufwärts oder es geht runter. Runter oder aufwärts. Diese zwei Möglichkeiten hat der Mensch immer. Und wenn er nun dem Lichte zustrebt, dann gibt es eigentlich nur den Dank an den Höchsten. Und das ist so viel Kraft, die er denn dann erhält über das Gebet, dass es ihm reicht für den Tag, für die Tage darauf. Dass es reicht, dass er erkennt, wo stehe ich und wo stehen die Menschen draußen. Und dann behilflich ist, in irgendeiner Art.
einfach da sein. Ja, wir müssen da sein füreinander. Das Gebet. Gebet heißt Gebet. Der Mensch, der zuerst gibt, der kann 10-mal mehr empfangen. Aber er muss es zuerst geben. Das Gebet. Gebet. Wer das begreift, dann ist er im Glück, im Frieden, ja, in Glückseligkeit. Dann fließt ihm eigentlich alles zu. Es fließt nur noch. Und seid in diesem Fluss jetzt. Lasst euch nicht von der Angst, der Ohnmacht und der Starre einholen. Sieht sie wohl an, aber haltet euch fern. Geht behutsam mit allem um und bleibt in eurer Mitte. Im Gebet werdet ihr immer die Mitte erhalten, stark und stramm. Ja, einfach stark sein, das ist wichtig. Seid nun starke Menschen, der Markus Bösch.